So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Bauern ohne Hof. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute brauche ich eure Hilfe. Nichts Schlimmes, aber was genau seht ihr nach dem Intro? Also bleibt mit dabei. Ja, ich brauche euch mal wieder. Eure Meinung ist gefragt und ihr dürft jetzt mal mitbestimmen. In einem meiner letzten Videos, wo ich euch den Streuobstrundgang gezeigt habe, ich verlinke das mal hier oben, habe ich ja den Plan geäußert, ein eigenes Cider-Sidre-Produkt herzustellen aus meinem Streuobst und das Ganze über so eine Crowdfunding-Kampagne laufen zu lassen. Schwarmfinanzierung heißt es übrigens auf Englisch, Crowdfunding, und das mache ich über startnext.de, könnt ihr ja mal reinschauen und gucken, was das so ist, die haben ganz coole Sachen. Na, auf jeden Fall habe ich jetzt schon meine Logos fertig und mein Flaschendesign, beziehungsweise habe ein paar und die sehen alle cool aus und jetzt wollte ich mal wissen, was ihr davon hält, welches euch am meisten gefällt. Als Info vorneweg, ich würde das gerne hier lokal vermarkten als ein Produkt, was saisonal ist, also limitiert. Anfangs wahrscheinlich wollen wir mit 3000 Liter anfangen, 3000, 4000 Liter. Noch ein bisschen mit anderen Streuobstbesitzern zusammen, dass wir die Anzahl hinbekommen. Wir sind jetzt gerade im Gespräch mit der Musterei und alles drum und dran und wegen Abfüllung und Gärung und wie wir alles machen. Welche Richtung wollen wir überhaupt gehen? Eher so das Traditionelle oder das Gärung stoppen und fruchtiger, weniger Alkohol. Das wird sich jetzt alles so ein bisschen rausstellen. Aber so die Grundidee steht und jetzt habe ich ein paar Logos fertig und Flaschendesign und alles drum und dran und dachte, ich frage euch jetzt einfach mal, ich zeige es euch jetzt auf dem Video, wenn ihr es mal auch auf Papier sehen wollt, beziehungsweise am Bildschirm, dann geht mal in die Facebook-Gruppe, Link in der Beschreibung, da habe ich ein kleines Post gemacht, wo man ein bisschen abstimmen kann und alles drum und dran, wäre cool, wenn ihr mitmachen würdet. Ja, beim ganzen Design war mir wichtig, dass ich möchte so ein bisschen eine jüngere Zielgruppe ansprechen, um auch die Streuobst an die, ich würde jetzt nicht sagen Jugend, sondern ich sage mal so zwischen 20 bis 40, so die Zielgruppe. Natürlich dürfen es die Älteren auch trinken, aber ich wollte so ein bisschen als Trendgetränk, Pop-Up-Art, ein bisschen trendy, jung, einfach so ein bisschen vielleicht Graffiti in die Richtung. Wo so einfach ins Auge poppt und sagt, oh cool, das sieht geil aus, das will ich mal probieren. Vielleicht dann auch über die Clubs und Bars so ein bisschen vermarkten. Als Flaschengetränk einfach auch so als Alternative zum Bier. Und das war jetzt so mal der Grundgedanke. Ja, jetzt bevor ich weiter rumrede, zeige ich euch mal, was ich hier habe. Ja, das wäre das erste Design, ne? Also immer zwei Flaschen. Das Logo reingeschmeckt, sieht man jetzt hier wahrscheinlich nicht so gut, deswegen guck mal in der Facebook-Gruppe vorbei. So, das war das erste. Dann, hier ist das zweite. Und das dritte, so schaut das aus, Streuobst-Cider, alkoholfrei. Das wäre ja so eine Option, wo wir gesagt haben, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Nochmal Streuobst-Cider und dann noch das letzte, das sieht dann so aus, eigentlich ganz cool, Flasche vorne, Flasche hinten, jawohl, Logo. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit braucht, geht in die Facebook-Gruppe rein, sagt, ja, das erste, das zweite, das dritte, das hier oder das hier oder das hier oder das hier, aber das sind so die Grundgedanken gewesen. Ich habe heute ist auch wieder Abholtag bzw. Abholwochenende. Ich habe jetzt auch hier meinen Kunden mal die Möglichkeit gegeben abzustimmen. Je mehr Infos ich bekomme, umso besser. Auf jeden Fall, das Projekt läuft. Bin auch ganz aufgeregt, weil eigentlich schon was ganz Cooles ist, um mal ein bisschen was anderes reingeschmeckt, lokaler Cider. Habe schon ein bisschen Feedback gehört und alles drum und dran. Es ist nicht so einfach, eine Abfüllung zu finden. Es ist auch nicht so einfach, eine anständige Mosterei zu finden, die das machen kann.
Projekt läuft, bleibt dabei. Ihr könnt, wenn ihr lustig seid, auf www.bauerohnehof.de/weideprodukte mal vorbeischauen. Da erkläre ich das ganze Konzept auch so ein bisschen. Es wird jetzt nächstens auch mal, wo ich jetzt die Logos und das Design habe, werde ich noch eine Homepage dazu machen. Wenn ich soweit bin, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. In dem Sinne, erstmal Daumen nach oben, Glocke drücke, Kanal abonnieren und wir sehen uns bald wieder. Euer Dietmar, der Bauer ohne Hof. Habt ein schönes Wochenende. Bis bald.